Fangen wir langsam an und ich begrüße Sie ganz offiziell. Herzlich willkommen, Herr Ullner. Ich freue mich sehr, dass Sie das Gespräch heute mit mir führen. Mein Name ist Christiane Lahusen. Ich arbeite am Goethe-Institut in Stockholm und ich spreche heute Abend mit dem Kunsthistoriker Jens Henning Ullner über den Raumkurator Josef Beuys. Zu dem Thema gibt es gerade in der Staatsgalerie Stuttgart eine Ausstellung, die auch, wenn mich nicht alles täuscht, seit heute wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und für diese Ausstellung hatte Herr Ullner die kuratorische Assistenz inne. Deswegen freue ich mich besonders, dass Sie mit uns oder mit mir über dieses Thema heute sprechen. Und ich würde auch gerne mit der Ausstellung anfangen und würde Sie gerne fragen, was der Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist und welchen Fragen Sie sich widmet. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich digital zu Gast sein darf bei Ihnen. Und genau, seit heute ist die Ausstellung wieder für Publikum zugänglich. Sie ist ja im März eröffnet worden, am 26. März, und war dann leider nur ganz, ganz kurz geöffnet und kann jetzt aber seit heute wieder mit negativem Corona-Test oder geimpft oder genesen besucht werden. Darüber freuen wir uns sehr. Zur Ausstellung, genau. Josef Beuys, der Raumkurator. Mit dieser Ausstellung gehen wir der Frage nach, wie Josef Beuys eben mit dem Ausstellungsraum, dem Ort Museum umgegangen ist und wie er seine großen raumgreifenden Installationen jeweils für neue räumliche Gegebenheiten angepasst hat. Und der Ausgangspunkt für die Ausstellung ist unser Beuys-Raum, den Beuys eben 1984 anlässlich der Eröffnung der neuen Staatsgalerie eingerichtet hat. Und für Beuys ist ein Raum eigentlich ein Kunstwerk an sich nochmal. Weil für Beuys bei der Raumeinrichtung immer auch die Frage nach dem Betrachter wichtig ist. Also wie steht der Betrachter zu den Objekten? Wie kann er sie umschreiten? Wie kann er sie wahrnehmen? Und ein Raum wird eben im Beuys'schen Verständnis nicht einfach eingerichtet, sondern er wird wirklich grundsätzlich kuratiert. Und so hat er das auch eben bei uns, ja, mit diesem Raum getan. Und diese Ausstellung zeigt eben am Beispiel der Arbeiten unseres Beuys-Raums den Umgang von Josef Beuys mit dem Thema Raum und auch mit dem Ort Museum. Und zeigt aber auch, wie Beuys sich mit anderen Künstlern und Werken anderer Künstler auseinandergesetzt hat und wie auch das Verhältnis in Kooperationen zum Teil war. Also wir haben eine große Arbeit von Namjoon Paik zum Beispiel, mit dem hat Beuys ja auch zusammengearbeitet. Und auch das ist eben eine Frage, der wir nachgehen in der Ausstellung. Sie haben gesagt, der Beuys-Raum wurde 1984 eingerichtet. Gab es denn jemals, also die Diskussion, dass, also da ist es klar gewesen immer, dass der bleibt? Oder was hat der denn Genau, also also Beuys ist 1984 eingeladen worden, zur Eröffnung der neuen Staatsgalerie eben einen Raum einzurichten. Ursprünglich gar nicht den er am Ende bekommen hat. Denn Beuys hat bei uns im Haus wirklich einen sehr zentralen Raum, einen der beiden großen Eckräume im Neubau. Also wer bei uns schon mal war, der weiß, das sind also die Räume, wo jeweils von beiden Seiten die Raumflucht auf zugeht. Und man hatte ihm eigentlich einen kleineren Raum erst zugedacht, aber mit dem war er dann nicht einverstanden und hat sich dann auch positionieren können und diesen großen Raum bekommen. Und es hat in der Vergangenheit wohl auch mal Überlegungen gegeben, ob man diesen Raum in der Form belässt, weil er in der Sammlung, in der Raumfolge ja immer so ein Stachel im Fleisch ist gewissermaßen, weil er doch manchmal je nach Ausstellungen, die sich darum herum gruppieren oder auch je nach Sammlungspräsentation gar nicht so wirklich passt. Aber das ist jetzt was, womit man ja sehr bewusst umgeht. Und meines Wissens ist der Raum seit 1984 nicht mal gestrichen worden. Also es ist wirklich noch, der atmet noch Beuys. Ja, interessant. Und dann ist ja ein Teil in der Ausstellung sind auch die Fotografien von Lothar Wolle. Also die er von Beuys gemacht hat, die sind für uns hier am Goethe-Institut in Stockholm besonders interessant, weil wir die im Oktober hier in einer Ausstellung zeigen werden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie ein bisschen über Lothar Wolle uns vielleicht erzählen können und über seine Beziehung zu Beuys oder wie es zu diesen Fotografien kam. Genau, also wir gehen ja in der Ausstellung, ich hätte das ja gesagt, der Genese von drei Werken aus unserem Beuys-Raum nach.
in den beiden Installationen Plastischer Fuß, Elastischer Fuß und Daniel Espasser, der Kontrospekteur und dem kleinen Friedenshasen, der bei der Documenta 82 entstanden ist. Und diese Arbeiten waren jeweils in verschiedenen Kontexten ausgestellt und so auch der Plastisch-Elastische Fuß 1971 in Stockholm, eben im Moderna Museet, wo eben die Fotos von Bolli entstanden sind. Und Lothar Bolli und Josef Beuys kannten sich aus Düsseldorf. Die haben sich da Mitte der 60er Jahre kennengelernt. Und als sie sich kennengelernt haben, war Lothar Bolli eigentlich in erster Linie als Werbefotograf bekannt. Er war in den 60er Jahren ein sehr, sehr bekannter, sehr gefragter Werbefotograf, der für verschiedene Agenturen gearbeitet hat, wirklich große Aufträge für internationale Unternehmen gemacht hat, also Kampagnen geschossen hat. Und sich aber mehr und mehr der künstlerischen Fotografie dann zugewendet hat. Lothar Wolle war Jahrgang 1930, kam aus Berlin, hatte ursprünglich mal Malerei studiert an der Hochschule in Berlin-Weißensee und hat sich dann aber der Fotografie zugewendet, hat an der Folkwang-Schule in Essen studiert, Ende der 50er Jahre bei Otto Steinert und hat dann eben erst eher in der Werbung gearbeitet und sich dann der künstlerischen Fotografie zugewendet, weil er begonnen hat, die zeitgenössische Kunstszene der 60er Jahre zu porträtieren. Er hatte in Düsseldorf eben Kontakt vor allem zur Gruppe Zero, also zu Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker und eben diesem Umkreis der Galerie Schmela, der Akademie. Und in dem Umfeld hat er dann auch Josef Beuys kennengelernt. Die beiden haben sich auch privat wohl sehr gut verstanden. Es gibt ein Buch von Anuschka Wolli, der Tochter von Lothar Wolli, wo sie beschreibt, dass er also mehrfach auch bei Wollis zu Hause gewesen ist. Und Beuys hat ja auch in Düsseldorf gewohnt. Also die Wege waren nicht weit. Und ja, da ist eben ein sehr gutes Verhältnis entstanden. Es gab verschiedene Zusammenarbeiten zwischen Beuys und Wolli, bis dann eben 1971 diese große Serie von Fotos eben in Stockholm entstanden ist. Und wie hat man sich das vorzustellen? Also wie sind diese Fotografien entstanden? Also wie hat er die komponiert oder wie hat er die, hat er sich ja nicht einfach hingestellt und geknipst sozusagen, sondern es sind ja schon sehr spezielle Fotos. Genau, also Beuys hat ihn dann wohl eingeladen, ihn zu begleiten nach Stockholm im Januar 71. Da hatte er eine große Einzelausstellung eben im Moderna Museet Stockholm. Das war seine erste Einzelausstellung im Ausland oder im nicht deutschsprachigen Ausland. Und er hatte Wolle eingeladen, ihn zu begleiten, diese Reise zu dokumentieren, wirklich von Beginn an. Und man hatte aber auch zugleich den Plan, ein gemeinsames Buchprojekt zu machen. Es war also ein dokumentarisches Projekt, für das Wolli die Fotos geliefert hat und was dann als das sogenannte Unterwasserbuch veröffentlicht werden sollte. Das hat dann am Ende gar nicht so hingehauen. Es gibt so ein paar Probeexemplare davon. Das hatte eher so produktionstechnische Gründe. Aber, Entschuldigung. Aber Wolli hat ihn eben fotografiert von der Zugreise an bis zum fertigen Aufbau der Ausstellung. Und es sind Fotos, wir können auch uns gleich mal eines anschauen, die sehr, sehr charakteristisch sind, die vor allem, hier eines mir markiert, was man sehr schön, man sehr schön sieht, wie Lothar Wolli eben gearbeitet hat. Es sind, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen. Ja, wenn es jetzt ein bisschen höher noch hat, ja, so sieht man es, finde ich gut, sieht man es gut, ja. Also es sind eben immer diese charakteristischen quadratischen Aufnahmen, die Wolli gemacht hat. Er hat mit einer Hasselblatt-Kamera fotografiert und es sind Fotos, die eigentlich alle im Format 50x50 oder 100x100 sind, also stets quadratisch. Und die Fotos haben alle einen oder fast alle einen sehr streng symmetrischen Aufbau. Die Porträtierten sind immer auf der senkrechten Mittelachse, in allermeisten Fällen. Das ist jetzt hier auch in dem Fall mit Beuys so. Und Wolli hat die Kamera häufig in Bodennähe oder wirklich ganz auf dem Boden positioniert, was dazu führt, dass der Boden einen großen Teil der Bildfläche einnimmt und ja schon gewissermaßen so eine Sockelfunktion dem Bild gibt. Also die untere Bildfläche ist eben häufig sehr stark durch diesen Teil ausgefüllt. Und ein ganz charakteristisches Element bei Wolli ist eben auch dieser schwarze Negativrand, der um alle Aufnahmen drumherum ist.
Den findet man also immer bei Wolli. Interessant ist auch noch, dass er eigentlich immer ohne künstliches Licht oder auch Blitzlicht gearbeitet hat. Er hat dann eher längere Belichtungszeiten in Kauf genommen, was dann aber häufig zu Bewegungsunschärfen geführt hat. Er hat das in Kauf genommen als gestalterisches Mittel dann, aber das findet sich auch auf einigen Fotos der Stockholmer Serie. Es sind über 500, an manchen Stellen ist sogar von über 800 Negativen die Rede, da schwanken die Angaben so ein bisschen. Aber es ist eben wirklich ein sehr, sehr umfassendes dokumentarisches Projekt gewesen, was auch eigentlich sehr, sehr ja, singulär im Werk von Lothar Wolli ist, weil seine sonstigen Aufnahmen wirklich sehr durchkomponiert sind. Seine Künstlerporträts, die man sich anschaut, sind ja alle sehr streng inszeniert und es ist wenig Zufall. Und bei diesen Stockholmer Fotos ist doch vieles einfach auch aus dem Moment heraus entstanden. Jetzt hat man lange Zeit angenommen, oder in der Literatur ist es auch vielfach so aufgetaucht, dass Wolli in Stockholm zum Teil mit automatisch auslösenden Kameras gearbeitet haben soll, die er zwar positioniert und eingerichtet hat, die dann aber eben in einem ja, Zufallsrhythmus Aufnahmen gemacht haben, was auch zu vielen dieser Aufnahmen passen würde. Jetzt hat mich kürzlich Oliver Wolli nochmal kontaktiert und mir also gesagt, dass es vielleicht doch gar nicht der Fall gewesen ist, dass es diese Selbstauslöser gegeben hat, dass es womöglich doch alles per Hand aufgenommen wurde. Ich finde es ganz interessant, weil auch diese zum Teil wirklich starken Bewegungsunschärfen sich für mich doch durch diesen Selbstauslöser erklären würden, weil die Personen ja einfach davor agieren. Genau. Aber ja, ist jetzt eine neue Information, die ich vorher auch so noch nicht das hatte. Ist ja wirklich interessant, das wusste ich auch nicht. Und vielleicht, weil Sie das Unterwasserbuch, dieses Projekt, was eben letztendlich, wie Sie gesagt haben, auch an Produktionsschwierigkeiten gescheitert ist, können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das gedacht war? Also es war gedacht, dieses Buch herauszubringen mit 50 Aufnahmen aus der Stockholmer Serie. Zuzüglich sollte es einige Textbeiträge geben. Und der Clou bei diesem Buch war eben, dass man die Fotos auf große PVC-Folien drucken wollte. Und die Präsentation sollte dann wirklich unter Wasser in einem Bassin sein, in dem man so eine Taucherlampe hineinlegt, die dann die Bilder beleuchtet hat. Und es gab dann zum einen die Schwierigkeit, dass diese PVC-Drucke dann in der Masse ein wahnsinniges Gewicht hatten. Also ich habe an einer Stelle von mehreren Tonnen Gewicht gelesen, die diese ganzen Drucke hatten. Und zum anderen war es wohl aber so, dass es aus ja, mir nicht ganz klaren produktionstechnischen Gründen wohl so war, dass die Ränder der Fotos so stark beschnitten waren, dass auf manchen dieser schwarze Rand, den Wolli ja immer verwendet hat, dass der kaum noch sichtbar war. Und dass Wolli dann gesagt hat, okay, das funktioniert für mich so nicht, ich ziehe mich aus dem Projekt zurück, das kann so nicht erscheinen. Aber es gab eben eine ganze Reihe von vorproduzierten Seiten oder vorproduzierten Fotografien, die Beuys dann zum Teil später noch in Form von Multiples verwendet hat. Also er hat dann manches noch nachsigniert oder nachbearbeitet und es dann, ja, später verkauft außerhalb dieses gemeinsamen Buchprojekts. Es war wohl für Wolli aber auch in Ordnung, dass diese Bilder weiterverwendet wurden. Ja, und dann wollte ich noch fragen, weil Sie ja auch gerade erwähnt haben, dass die Stockholmer Ausstellung eigentlich die erste große Einzelausstellung, also im nicht deutschsprachigen Ausland war. Wissen Sie, wie es zu der Ausstellung kam oder wieso gerade in Stockholm? Also es kam zu der Ausstellung auf Einladung von Pontus Hulten. Das war damals der Direktor in Stockholm. Und Hulten und Beuys teilten ja so eine ähnliche Kunstauffassung. Also die hatten beide oder waren der Überzeugung, dass Kunst eine transformierende, verbindende Kraft besitzt und dass es auch die Möglichkeit gibt, ja, Kunst als Motor für soziale und politische Reformen zu sehen. Das sind natürlich letztlich für uns Utopiegedanken, aber das war doch ein tiefes Verständnis, was Beuys von seiner Kunst hatte und etwas, was auch Hulten geteilt hat. Und Pontus Hulten war sehr vernetzt in der Kunstszene der 60er und 70er Jahre und hat Beuys dann eingeladen, dort eine große Ausstellung zu beschicken. Und Beuys konnte da auch wirklich die gesamte Bandbreite seines Schaffens zeigen. Also es gab große Installationen, Zeichnungen, kleinere Plastiken. Also es war ein Querschnitt von Beuys damaligem Gesamtwerk. Also es muss eine sehr beeindruckende Ausstellung gewesen sein. Wie groß war Beuys denn zu dem Zeitpunkt international schon?
Also Anfang der 70er Jahre. Also Beuys war ja zu dem Zeitpunkt bereits Akademieprofessor, hatte auch im deutschsprachigen Raum schon einige Ausstellungen gemacht, wirklich aufsehenerregende Ausstellungen. Und er war schon ein bekannter Künstler zu der Zeit und hat auch in den 70er Jahren angefangen, sich zunehmend international zu orientieren. Also es gab dann erste Kontakte auch in die Vereinigten Staaten, nach Großbritannien. Und er hat dann sein Netzwerk immer weiter ausgeweitet. Und was würden Sie sagen, also warum, also es ist eine große Frage, aber warum ist Beuys auch heute noch so faszinierend? Also ich denke jetzt mit diesem Beuys-Jubiläum, ich habe ein bisschen geguckt, was in Deutschland dazu alles passiert, das ist ja enorm. Woran liegt es, dass er in so vielerlei Hinsicht auch noch so fasziniert? Also ich glaube, weil Beuys zum einen immer noch eine Figur ist, die sich nicht so richtig greifen lässt. Er hat ja Werke geschaffen, große Installationen wie kleinere Arbeiten, die heute immer noch uns zum Austausch anregen, die uns ja unser Verständnis von Kunst hinterfragen lassen. Also dass Beuys den Begriff Kunst wirklich in Frage gestellt hat, was Kunst ist, das ist, glaube ich, etwas, was bis heute nachwirkt und was auch die Leute nach wie vor fasziniert. Und dann war natürlich auch viele seiner Ansichten, seiner Haltungen auch sehr, sehr, ja, damals sehr reaktionär, aber stehen uns heute doch nahe. Also wenn man sich zum Beispiel nochmal überlegt, ich hatte ja am Anfang gesagt, uns geht es auch um die Frage, wie Beuys mit dem Museum umgegangen ist und wie Beuys auch den Ort Museum verstanden hat, dann ist Beuys Verständnis eigentlich ziemlich nah an dem, wie wir heute uns das im Idealfall vorstellen würden. Also für Beuys war das Museum eigentlich nicht an erster Linie Ausstellungsstätte, weil er auch gesagt hat, ja, da werden die Werke auch außerhalb von ihrem sozialen, politischen Kontext präsentiert. Es ist gar nicht so fassbar für den Besucher, sondern ihm ging es eher darum, dass das Museum ein Ort von Diskurs war, von Austausch, dass man über die Werke sprach, dass man, dass Besucher untereinander sich ausgetauscht haben, dass man sich mit den Werken beschäftigt hat. Und er hat es formuliert einmal, dass das Museum für ihn im Idealfall ein Ort permanenter Konferenz ist. Also dieser Gedanke, dass man sich austauscht, dass man ein Ort für Diskurs ist. Ich glaube, das versuchen Museen, Ausstellungshäuser heute in jedem Fall zu sein. Und ich glaube, auch die Staatsgalerie ist da auf einem guten Weg und versucht immer mit den Besuchern in Kontakt zu kommen und über Veranstaltungen und Verschiedenes. Und das ist einfach eine Idee, um jetzt bei dem Beispiel Museum nur mal zu bleiben, die Beuys einfach gestiftet hat und die heute für uns ja einfach wirklich sehr, sehr essentiell ist. Also wir zeigen das zum Beispiel zu Beginn der Ausstellung, zeigen wir einen kleinen Filmausschnitt, eine Dokumentation aus den 70er Jahren von Laszlo Glosa, das war damals ein sehr bekannter Kunsthistoriker in Deutschland, der ja, also im O-Ton dann sagt, also die Museen zur damaligen Zeit der 70er Jahre sind also Geisterbahnen der Kultur. Also da wurde ausgestellt und Werk an Werk und es war sehr didaktisch und dieser Austausch, den Beuys dann wirklich vehement gefordert hat, den hat es so nicht gegeben. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch Beuys heute immer noch interessant macht. Natürlich gibt es mittlerweile auch Kontroversen um viele Punkte, aber manches ist ja bei Beuys auch einfach nicht richtig fassbar. Also manches hat er ja selbst gestreut, was biografische Punkte angeht. Also es ist ja da auch irgendwie immer sein Werk und seine Biografie doch sehr, sehr eng verwoben und manchmal lässt sich gar nicht so auflösen, was ist da jetzt ins Reich der Mythen zu schicken, was hat sich wirklich so zugetragen. Manches ist halt doch sehr, sehr, ja, sehr schwer fassbar einfach. Und das ist auch natürlich was, was die Person Beuys so interessant macht. Da gibt es natürlich auch viel, ja, viel Mystifizierung auch Glorifizierung stellenweise, aber die wird ja heute richtigerweise auch hinterfragt, aber das alles zusammen macht Beuys auch für mich jetzt im Jubiläumsjahr 2021 zu einer sehr, sehr spannenden Figur nach wie vor. Ja, das finde ich auch. Also ich finde auch wirklich, was Sie da sagten, also dieses Uneindeutige oder so oder eben nicht Fassbare, hat ja auch was sehr Interessantes. Also was würden Sie sagen, es beziehen sich heute auch noch viele KünstlerInnen auf ihn?
oder beschäftigen sich mit ihm. Also jetzt nicht nur wir, die uns die Werke anschauen, sondern eben auch, dass wirklich was auf künstlerische Weise da weitergeht. Ja, also ich glaube, dass Beuys auch für junge Künstler, für zeitgenössische Künstler immer noch ein Anknüpfungspunkt ist. Ich habe jetzt auch im Vorfeld zu unserer Ausstellung hier in Stuttgart mit einigen Künstlern gesprochen, die sich auch immer noch eben von dieser Auflösung des starren Kunstbegriffs irgendwo sehr angesprochen fühlen. Und dieser Aspekt, wie Beuys mit Material umgeht, wie er also für den, das war ja in den 60er Jahren, 70er Jahren, zum Teil wirklich revolutionär, als er mit diesen Werken in die Museen gekommen ist. Das hat Kopfschütteln hinterlassen. Und diese Ansätze sind auch für heutige Künstlergenerationen immer noch spannende Anknüpfungspunkte. Ja, und ich finde auch spannend, dass er sich ja auch so, also mit der Natur und eben auch mit dem Naturschutz, kann man sagen, stark beschäftigt hat. Wenn man da mal denkt, jetzt war in der Zeit der wahrscheinlich auch noch nicht das große Thema, dachte ich. Nee. Also er war ja Gründungsmitglied der Grünen später auch und hat sich sehr, sehr stark mit ökologischen Fragen auseinandergesetzt und fand die auch sehr, sehr wichtig, um ja die Gesellschaft voranzubringen und auch gesamtgesellschaftliche Probleme zu lösen. Also er hat sich sehr von dieser kapitalistischen ja, Weltanschauung distanziert. Also damit ist er auf jeden Fall heute in seinen Überlegungen vielen sehr nah. Und um nochmal auf die Fotos wollte ich mal von Wolle zurückkommen. Wann wurden die denn selber als Kunst betrachtet? Also wann wurden die sozusagen, so berühmt sind sie ja nicht, aber bekannter oder eben auch als wirkliche Kunstwerke in Augenschein genommen? Also die sind damals natürlich auch schon gezeigt worden und ausgestellt worden, aber dadurch, dass Lothar Wolle ja bereits 1979 sehr, sehr früh verstorben ist, ist er wirklich in Vergessenheit geraten, kann man sagen. Seine Kinder waren beide noch relativ jung, als Wolle starb. Ich glaube, Oliver Wolle war, glaube ich, 14 oder 15, als sein Vater starb. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Aber da ist eben vieles in Keller und Dachböden gewandert und blieb da auch erstmal lange Zeit. Und seit Anfang der 2000er versucht Oliver Wolle ja das sehr, sehr stark aufzuarbeiten. Es gibt ja mittlerweile in Berlin den Wolle-Raum, wo permanent Arbeiten ausgestellt sind. Es gab dann 2005, 6 eine große Ausstellung in Bremen, wo man wirklich das Gesamtwerk von Wolle gewürdigt hat, der ja eben derbe Fotograf war, der Künstlerfotograf war, der ja aber eben nicht nur Beuys fotografiert hat, sondern ganz, ganz viele Künstler seiner Zeit. Es gibt eine große Serie, wo er Wirtschaftsbosse fotografiert hat, Anfang der 70er Jahre, die dann auch als Buchprojekt damals geplant war, aber aufgrund der RAF in Deutschland dann und dieses Wirtschaftsterrors nicht veröffentlicht wurde. Aber da hat man dann das erste Mal gesehen, wie vielschichtig dieses Werk von Wolle tatsächlich ist. Und aber die Wiederentdeckung läuft Die derzeit läuft. noch Genau, wir sozusagen. arbeiten alle dran. Und welche Künstler, können Sie uns noch ein paar Künstler nennen, die er fotografiert hat, auch Wolle? Also Ach, das außer ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ja. wirklich, angefangen von den Zero-Künstlern über Gerhard Richter, Baselitz, Dietmar Polke, er hat auch international René Magritte fotografiert, Henry Moore, Man Ray. Es sind, glaube ich, über 150 Künstler insgesamt, die er fotografiert hat. Und er hatte auch immer den Plan, diese Werke mal in ein Museum einzubringen oder daraus vielleicht selber eine Ausstellung zu machen, was dann aber auch durch seinen frühen Tod eben verhindert wurde. Ja, ist interessant. Also ich will da eben noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Also diese Bilder werden wir hier in Stockholm ab Ende Oktober in der Ausstellung zeigen. Ich finde sie wirklich sehr sehenswert. In der Stuttgarter Staatsgalerie kann man sie vermutlich etwas größer sehen als bei uns. Bei uns sind sie eben wirklich dann 50-50. Ich nehme an, das ist in der Staatsgalerie ein anderes Format.
Ja, wir haben kleinere, wir haben aber auch in einem großen Format Aufnahmen. Also diese große, bekannte Aufnahme, die Beuys eben zwischen den Planen der Installation plastischer Fuß, elastischer Fuß zeigt, die auch unser Plakatmotiv ist, die haben wir sehr groß bei uns in der Ausstellung. Genau, und dann hätte ich noch eine letzte Frage, weil das fand ich sehr interessant, weil ich muss sagen, ich kenne die anderen Künstlerfotografien von Wolle nicht, weil sie zu Beginn gesagt haben, dass die also eigentlich sehr anders sind, weil sie sehr durchkomponiert sind. Oder eben, wenn Sie dazu vielleicht noch kurz was sagen können. Naja, es gibt eben wirklich immer diesen sehr, sehr strengen Bildaufbau bei Wolle, der auch sich bei den Künstlerfotografien durchzieht. Also die sind zum Teil in den Ateliers der Künstler aufgenommen, die sind zum Teil auch im Außenraum aufgenommen, aber es ist eben immer wiederkehrend diese Komposition mit den Porträtierten auf der Mittelachse. Es gibt häufig diese große freie Fläche im unteren Bildraum und auch die Lichtsituation, die zustande kommt, weil er eben auf künstliches Licht und Blitz verzichtet hat, ist immer so ein bisschen diffus. Also die sind schon sehr, sehr unverwechselbar, diese Aufnahmen. Ja, das finde ich interessant. Also, und gibt es eine Erklärung dafür, warum die so, also warum für diesen Unterschied, dass die in Stockholm auf so eine völlig andere Art entstanden sind? Also ich nehme an, dass es eben vor allem daran liegt, dass es ja als Dokumentation dieses Aufbaus geplant war. Also dass einfach gar nicht so sehr der Porträtgedanke im Vordergrund stand. Es gibt einige Aufnahmen gleichwohl in Stockholm, die als Künstlerporträt dann ausgeführt wurden. Aber viele Aufnahmen zeigen Beuys wirklich in Aktion. Also wie die Werke aufgestellt werden, ausgepackt werden, wie er die Gegenstände, die Objekte im Raum arrangiert. Beuys mit der Familie im Zug. Also es sind auch zum Teil wirklich sehr, sehr lebensnahe Aufnahmen und Aufnahmen, die so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben. Also das haben wir auch an anderer Stelle bei uns in der Ausstellung. Zum Beispiel, wir haben aus Basel ganz spannende Fotos, die Installation eben, die in Stockholm war, der plastische Fuß war auch in Basel. Und da sieht man dann, wie Eva Beuys mit Nadel und Faden da wirklich an dieser Filzplane noch rumnäht. Also das ist einfach ein sehr, sehr interessanter Einblick auch in die Arbeit. Ist das auch gewissermaßen so ein Familienunternehmen in kleinen Weise war. Also da hat jeder irgendwie mit angepackt. Also auch das, das zeigen die Fotos. Ja, das ist, finde ich auch toll. Und sind Wolle und Beuys auch nach dieser Ausstellung noch weiter zusammen? Also gab es weitere Ausstellungen, die gemeinsam also besucht oder also wo Wolle das dokumentiert hat oder? Also sie waren weiter freundschaftlich verbunden, aber es gibt keine weitere Gemeinschaftsarbeit, soweit ich weiß. Ja, sehr schön. Also ich bin wirklich sehr fasziniert von diesen Fotografien und bedauere, dass ich die Ausstellung in Stuttgart nicht sehen kann, möchte aber gleichzeitig allen hier ans Herz legen, bis zum 18. Juli läuft sie noch, soweit ich weiß, wer die Möglichkeit hat, sollte sich das unbedingt anschauen und wer sie nicht hat, also nicht, dass wir uns mit der Stuttgarter Staatsgalerie vergleichen könnten, aber in etwas kleinerem Umfang kann man zumindest die Lothar Wolle-Bilder ab Ende Oktober bei uns sehen. Wie viele Fotos zeigen Sie? Das wissen wir noch nicht. Also wir holen, es sind ja 50, die werden wir alle hier herholen und dann müssen wir aber schauen, weil wir eben keinen Ausstellungsraum haben, sondern wir bauen sozusagen unseren Bibliotheksraum zu einem Ausstellungsraum um. Der ist aber sehr schwer. Es ist sehr schwer, Flächen dort zu schaffen. Also wir wollen so viele wie möglich zeigen, aber man muss eben gucken, wie man das hängen kann und den Bildern dabei noch gerecht wird. Also ich hoffe auf mindestens 30, aber wir holen eben alle mal her, damit man dann hier entscheiden kann. Und da werden sie bis Ende des Jahres dann hängen. Ja, und also schön. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Genau, und wer unser Gespräch hier eben nur teilweise hören konnte oder es unbedingt nochmal hören will, der kann das in ein paar Tagen dann auf unserem YouTube-Kanal gerne tun. Und ansonsten bleibt mir mich sehr zu bedanken, Herr Ullner. Das war für uns wirklich ein sehr schönes und interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Gerne. Und ja, vielen Dank und allen, die zugehört, zugeschaut haben, noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.